Der Insekt vom Burgerhof könnte keinen treffenden Namen haben. Insekt für bunte Menschen. Es ist ein Bettnatter aus den Sorten Solaris und Muscaris, wobei zuerst die Solaris-Trauben sehr selektiv von Hand gelesen werden. Die ganzen Trauben werden gepresst und da muss sie über Nacht stehen gelassen, damit eine erste natürliche Sedimentation stattfinden kann. Am nächsten Tag wird er vom Trub abgezogen. Der Wein startet oder der Most startet eine Spontangärung. Und erst in einem zweiten Moment kommt dann der süße Saft der etwas später reifenden Muscaris-Trauben dazu. Das Ganze wird in Flaschen abgefüllt, mit Kronkorken verschlossen und darf dann nochmal eine spontane zweite Gärung in der Flasche starten. Ich bin jetzt sehr gespannt auf diesen Wein. Ich habe ihn im Zuge für dieses Abo jetzt schon des Öfteren probieren müssen. Und er hat sich jedes Mal ein bisschen anders präsentiert. So, wie gesagt, zuerst die Flasche kurz ein-, zweimal drehen, damit sich das Depot löst und die Hefen sich gut in der Flasche verteilen. Und dann einfach ganz langsam öffnen. Haltet die Flasche eventuell etwas schiefer, damit die Kohlensäure eine größere Oberfläche hat, zu entweichen. Das Öffnen eines Bettnats ist meistens eine schäumende Angelegenheit. Also ihr seht schon, von der Farbe her, es ist natürlich eine deutliche Trübung zu erkennen. Es ist ein helles Strohgelb mit deutlichen grünlichen Reflexen, eine sehr jugendliche, eine sehr frische Farbe. In der Nase wirklich sehr intensiv. Die Kohlensäure intensiviert natürlich nochmal das Aroma. Man hat so ein bisschen die Sensation von Zitrusfrüchten, Limettenzesten, Zitronenschalen. Sehr kräftig kommt auch so ein Blütenduft durch von Holunderblüten. So leichte Exotik, insgesamt sehr komplex. Am Gaumen dann sehr trocken ausgebaut. Sehr frischer, straffer Wein. Auch am Gaumen und retronasal dann wieder diese kräftigen Zitrusaromen. Der Wein kommt zu Beginn so ein bisschen wie eine Holunderschorle am Gaumen an. Eine Sekunde später übernimmt aber sofort die Säure, die Mineralik. Und es ist ein sehr straffer, sehr, sehr animierender Wein. Ihr solltet bei Bettnats grundsätzlich darauf achten, dass ihr die Flaschen nach dem Öffnen im Grunde gleich trinkt. Sollte allerdings bei dem unglaublichen Trinkfluss, den dieser Wein mit sich bringt, kein Problem sein. Vor allem nicht, wenn ihr zu zweit seid, aber auch alleine müsste das zu bewerkstelligen sein.